So, und die müssen wir jetzt erstmal groß züchten. Guck mal, jetzt können wir auch auf Leistung züchten. Jetzt können wir auch das Isabella T3 auf Leistung züchten, weil jetzt, wenn ich die miteinander verpaare, dann habe ich ja immer zu 100% ein T3 Isabella raus. Das ist der große Vorteil. Das heißt, ich kann jetzt quasi so lange Isabella T3 züchten, und ausleveln, bis ich dann eins habe, was richtig krasse Verbesserungen schon durchs Leveln bekommt, wo ich gar nicht mehr so viele Turniere reiten muss, um es zu verbessern. Und wenn es halt gar nicht klappt, ja, habt ihr gesehen, dann kann ich es für fast 100 Diamanten verkaufen. Was auch gut ist. Und das werde ich auch mit den Mavaris mal noch machen. Das werde ich auch mit den Mavaris mal noch machen. Das werde ich auch mit den Chattys mal noch machen. Problem, Mavari und Chatty stehen beide in den USA. Das heißt, das kann ich nur so ein bisschen hintereinander wegmachen. So, und ich wollte mal noch fix was gucken. Und zwar, wie viel von den Tränen habe ich denn hier gerade? Ich habe gar keine. Nee, dann werden wir jetzt hier gleich erstmal züchten, nochmal auf ein Spinelleinhorn, auf ein Spinellfeenpferd. Guck mal, wie gut, dass wir neuen Mais angebaut haben, ne? So, mit Herkules und mit Fire Emblem. Hier, seht ihr das? Aber nur 9%, nur 9%. Es hat funktioniert. Wir haben ein Spinellfeenpferd bekommen. Heute ist echt mein Glückstag. Es ist ein Hengst. Argo heißt er standardmäßig. Den werde ich definitiv umbenennen. Wie mega krass ist das denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das cool. Ist das cool, Leute, oder ist das cool? Es hat funktioniert. Wir bekommen das Spinellfeenpferd, was wir dann eben auch brauchen, wenn wir dann mal noch das Cowboy-Derby-Pferd. Also es heißt nicht Cowboy Derby, aber es ist halt ein Derby-Pferd, wenn wir den Cowboy mal züchten wollen. Denn der ist auch gut, soweit ich das gesehen habe. Und ja, da brauchen wir halt ein Spinellfeenpferd für die Zucht. Mega cool. Mega cool. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich hatte jetzt ziemlich lange Zeit relativ krasses Pech mit der Zucht. Von daher muss es jetzt halt auch irgendwie sein, dass ich noch mal ein bisschen... Ja, noch mal ein bisschen Glück habt, noch mal ein bisschen Erfolg in der Zucht. Sehr schön. So, Möhrenmuffins. Zack, zack. Und da ist Vajana schon Level 4. Ich hätte sie ganz gerne jetzt in der Folge noch auf Level 5. Oh, ich habe keine. Dann kaufen wir die. 1100 Diamanten. 106. Oh Gott, da dürfte ich wahrscheinlich keine mehr von haben. Nee. Aber Kirschen habe ich. Ich hau jetzt einfach mal gerade ein paar Diamanten raus, weil ich möchte jetzt einfach. Ich möchte jetzt Vajana gleich die Klamotten noch anziehen, weil das steht ihr bestimmt so gut. Und ich wollte sie die ganze Zeit für unser Stütchen haben. Die werden Vajana so mega gut stehen. Da bin ich absolut überzeugt von. Wir können natürlich auch mal gucken, wie die anderen Outfits unseren Hengsten stehen. Haben wir auch noch nicht nachgeguckt. So, Vajana wird erwachsen. Oh, ich freue mich, weil das ist, finde ich persönlich, eins der schönsten Derby-Pferde. Also ich finde es mit am schönsten. Ich zeige euch aber auch gerne mal, welches mir auch mit am besten gefällt und wofür ich, wenn es rein käme, nochmal. Zum Kaufen, wofür ich definitiv Geld ausgeben würde. Haben wir hier noch, ja, Salat für Nori haben wir noch da. Die können wir dann ja jetzt auch mal noch leveln. Auch eine ganz, ganz schicke süße Maus. Ich mag die Farbe auch. Ich mag beim Isabella Derby mag ich jede Farbe, jede Pferdefarbe total gerne. So, 12 Mais haben wir auch noch. Dann können wir das Nori mal gerade noch um die Öhrchen hauen. Was hat sie denn da oben für eine Zorneslocke? Schmeckt, ne?
So. Ach, es ist so toll. Das sieht so wunderschön aus. Es ist einfach nur perfekt, oder? Ich finde, es ist einfach nur perfekt. Unsere Vajana. Eine mega hübsche. Was ist das eigentlich gerade für Weihnachtsmusik, die hier im Hintergrund läuft? Das ist doch keine Weihnachtsmusik. So, wenn wir jetzt eh schon mal dabei sind, dann werten wir die auch noch auf. Jetzt haben wir wieder unter 1000 Diamanten. Aber dann haben wir noch ein bisschen mehr Platz auch noch in den Scheunen. Dafür habe ich ja die Diamanten. Sage ich ja immer, ich habe die Diamanten dafür, dass ich meine Gebäude erstmal aufwerte. So, Paddock reinigen haben wir abgeschlossen. Ernte 9 Honigkekse, sammle 400 Münzen im Jagdrennen und verkaufe 8 Hafer. Das sollte jetzt alles nicht die Tragik sein. Und dann haben wir nämlich wieder, wenn ich das noch abgeschlossen habe, dann gibt es wieder 10 Diamanten obendrauf. Also das ist wirklich immer eine gute Sache. Loggt euch ein, macht die Aufgaben. Denn so bekommt ihr ziemlich, ziemlich easy Diamanten. Auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht so die ganz krassen Pferde immer trainiert und dann verkauft. Also das funktioniert gut. Das funktioniert gut. Das ist eine gute Taktik. Für jedermann. Aber wie gesagt, ich habe euch ja letztens schon erzählt, wenn ihr Facebook habt, wenn ihr das Spiel mit Facebook verknüpft habt, dann geht am besten in so eine Gruppe und vernetzt euch da. Das ist eine sehr, sehr... Ja... Wassermelonen hatte ich ja nicht mehr. Das ist eine sehr, sehr angenehme Variante. Wenn ihr nicht so viele Leute kennt, die echt sind, die das Spiel spielen, dann ist das eine gute Sache. Hier, Gesellschaft der Reinrassigen. Da brauchen wir echt kein gutes Pferd reinzuschicken. Guck mal, Irene können wir da reinschicken. Für 4 Stunden. Und hier ein Fohlen. Ein mystisches Fohlen? Nein, generell ein mystisches Pferd. Wie lange? 1 Tag, 12 Stunden. Boah, es gibt aber 5 Saphire. Jo, können wir Daisy nehmen. Und ich wollte noch... Ich wollte doch eigentlich ursprünglich noch gucken, was wir vielleicht mal einem unserer Hengste hier verpassen können. Wer ist der Bessere? Maui oder Star? Krone, Gold, Silber... Guck mal, die kann man sogar für 123 verkaufen, wenn die ausgelevelt sind auf T4. Das bringt richtig viel. Okay, also Star ist definitiv... Er hat zwar Sprung niedriger, aber Sprung kann man leichter leveln. Und das hier hat er schon auf Diamant. Dann würde ich, glaube ich, Star irgendwie ein hübsches Outfit verpassen. Gucken wir mal, was ihm stehen würde. Weihnachtsoutfit? Nein. Die Sättel hier, die liegen viel zu weit hinten. Bei diesen hier fällt das nicht so krass auf. Guck mal, da steht ihm auch gut. Das hier ist natürlich auch nicht gerade unpassend. Sieht auch nicht schlecht aus, ne? Etwas. Oh, oh, oh. Oh ja, hier Tarzan. Okay, das ist krass, aber es sieht schon irgendwie schön aus, ne?
Die ist ja süß. Ich hätte hier gerne mal irgendwie was richtig Tolles. Guck mal, es gibt es auch ohne die Decke. Also die Sättel ohne Decke, die sehen total doof aus. Das ist auch toll. Das ist auch mega, aber es passt nicht so gut zu ihm. Mm-mm. Yay, aber es passt auch nicht zu ihm, ne? Was backt auch mit der Mähne? Also ich glaube momentan bin ich hier tatsächlich auch wieder versucht, den Sattel drauf zu packen. Der kann keine Gamaschen tragen. Nein. Und auch nicht uncool. Nein. Jetzt habe ich gerade nur das Problem, dass ich wieder kein Zaumzeug habe, was dazu passt. Dann müsste ich wieder das hier noch dazu kaufen. Aber es sieht schon auch schön aus, ne? Ich würde gerne einzelne Sachen vom Pferd entfernen können. Auch jetzt nicht so schlecht aus, aber... Hm. Ich glaube, er bekommt wirklich die Decke drauf. Das sieht schon... Vor allen Dingen, ich finde halt, die Blumen passen eigentlich ganz gut zum Derby-Pferd. Weil das halt auch so ein Südsee-Charakter hat, ne? So. Können wir nochmal ganz kurz gucken, ob wir hier noch ein Pferd vergessen haben. Ja, dann denke ich, würde ich nämlich tatsächlich erst nochmal ein paar Rennen im Off machen. Hier können wir mal noch den Honig einsammeln, soweit es geht. Dass wir dann mal schauen, zack, dass wir dann gucken, dass wir in der nächsten Session wirklich dann nochmal unser Hauptaugenmerk auch auf die Rennen legen. So, hier das Futter. Ach ja, das hatten wir ja schon. Stimmt. Die ist ja schon 15. Hier brauchen wir ja gerade gar nichts mehr zu machen. Ja, hier die Brumbies. Die kann ich auch auf Verbesserung züchten. Was kriegen wir eigentlich? Was haben wir hier eigentlich? Eine Aufgabenreihe. Guck mal, da kriegen wir scheinbar irgendein Pferd geschenkt. Wir alle möglichen Pferde abzüchten. Dafür müsste ich erstmal ein Quartett züchten. Boah. Ich glaube, Amy hat ein Quartett. Da steht ja nicht bei, was es für eins sein muss, ne? Pferdeoase der Stufe 2 auf der Fantasieinsel kriegen wir 600 zurück. Okay. Und Meilenstein in Russland haben wir noch. Ja gut. Ich glaube, hier brauchen wir jetzt gerade gar nicht mehr so mega viel machen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle für heute erstmal von euch. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet bei einer weiteren Folge Horsehaven World Adventures. Tschüss!